So, willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Play Spider-Man. MJ wohl reden möchte? Ja? Warum hängst du jetzt eigentlich hier? Na. Wenn du nicht reingehen willst, dann sag's doch einfach, aber schwing dich nicht vorbei. Peter! Du wirst nicht glauben, was passiert ist. Die Adresse, die du mir gegeben hast? Ich war da. MJ. Ich weiß. Warte. Was ist das? Hör nur zu. Früher am Tag. Das ist die richtige Adresse. Die Männer sind alle bewaffnet. Was ist das hier? Dieses Büro. Vielleicht gibt's da eine Verbindung zu Lee. Ich muss da hinten hin. Hä? Was war das? Welcher Trottel räumt sein Zeug nicht weg? Garantiert Happy. Fast eine Ratte abgeknallt. Ich muss diesen Kerl da weglocken. Bezahlt Martin Lee wirklich den Boss? Ja. Yep. Wir bauen diese Kriegsbestie für Lee und Lee finanziert dafür den Boss. Win-win. Wisch mal besser die Schlacke von der schlampigen Schweißnaht. Wenn der Boss das sieht, ist er sauer. Hey, Rick! Der Boss will mit dir reden. Geh rein! Ich muss in dieses Büro. Was macht denn der Boss mit dem Geld aus diesem Lee-Job? Schon mal probiert? Was bauen die hier nur? Ist das alles für Lee? Vorsichtig. Immer sagte. Was war das für ein Geräusch? Ein lautes Geschepper. Ohrenbetäubendes Geschepper. So große Reifen. Mann, ich hab das Ding noch hier gelassen. Ist da jemand? Hey, hat denn inzwischen jemand neues Bier geholt? Na toll. Ah, da war sicher nichts. Niemand da. Was ist das? Eine Art militärische Ausrüstung? So, wie kriege ich dich jetzt da wegbewegt? Achso, verpiss dich automatisch. Das Büro muss rechts von mir sein. Schön vorsichtig jetzt. Ja. Die Fässer sehen wichtig aus. Alchemax. Kommt mir bekannt vor. Was ist da drin? Komm schon, was? Lee merkt das nie. T-
Tombstone. Hast recht, Rick. Merkt er nicht? Weil's nicht da ist. Gott verdammt! Ich sag doch, ich bring's in Ordnung! Du hast echt Eier, Rick. Mal sehen, wie hart die sind. Ja! Wie überaus enttäuschend. Ich brauche einen neuen Schweißer. So einfühlsam wie ein Betonpfeiler. Ich kann jetzt nicht umkehren. Ich muss in dieses Büro. Wie rumläufst du, wenn ich die Kiste jetzt schubse? Was ist denn da drüben? Was war das? So, okay. Entwürfe. Ein Transportwagen. Das bauen sie also für Lee. Aber wozu braucht er einen Panzerwagen? In diesem Büro muss doch noch irgendwas sein. Und los geht's. Du wirst einen tierischen Muskelkater am nächsten Tag im Arsch haben. Bei dieser GPS Haltung. GPS-Peilsender. Wozu braucht Tombstone die wohl? Okay, Jungs. Wir rücken aus. Holt das Zeug aus meinem Büro. Zeit zu gehen. Okay, ich möchte sagen, tu das nie wieder, aber da du ohnehin nicht auf mich hörst, hier. Die sind fürs nächste Mal. Klasse. Danke. Du weißt, dass Tombstone verrückt und quasi unbesiegbar ist, richtig? Jeder hat einen schwachen Punkt. Meiner ist... Was auch immer du da gerade kochst. Es riecht köstlich. Hähnchencurry, es muss noch köcheln. Keine Knödel, hoffe ich. Darüber wirst du nie Gras wachsen lassen, oder? Nein. Die große Knödelkatastrophe. Krass, dass sie das ganze Haus evakuiert haben. Ich weiß, und das im Januar. Deine Nachbarn hassten mich. Unsere Trennung hat sie ziemlich gefreut. Ja. Also, reden wir über deinen Fund in Lees Büro. Tja, Lee hat ein Problem mit Norman Osborn. Ja, aber warum? Ich weiß es nicht. Aber sein nächster Schritt beinhaltet den Teufelsatem, was immer das ist. Ja. Ich werde recherchieren. Also, ich dachte, wie wär's? Wir als Team? Du als meine Gehilfin? Wie Spider-Girl? Spider-Woman? Nein. Woman. Kein Sidekick. Als Partnerin. Oh. Oh nein, nicht schon wieder! Hey, dein Verbrechensystem-Dings. Es gibt da einen Wohnungseinbruch. Charles Standish. Er sieht das Ding jetzt voll gegen die Wand gesmasht? Mir bekannt vor. Oh, Oscorps Finanzchef. Warte. Glaubst du, dass das etwas mit Lee zu tun hat? Sorry, dass ich dich sitzen lasse. Hast du deine Klamotten einfach auf dem Küchenboden gelassen? Nein. Wo soll ich sie denn... Die Couch wäre okay. Dann sehen wir uns später? Ja. Gib ihr doch noch ein paar Tipps, wann sie das Hühnchen vom Feuer nehmen muss und so. Ugh, Trottel. Hey, ich bin's. Das Curry ist gut. Was wissen wir über Charles Standish? Mal sehen. Finanzvorstand bei Oscorp. Bereits seit 20 Jahren im Unternehmen. Single. Bekannt für seine Kunstsammlung,
Und wenn er in diesem Gebäude ein Penthouse besitzt, muss er super reich sein. Wenn Lee hinter ihm her ist, dann wegen des Teufelsatems. Okay, ich werde die Akte durchsuchen. Sag mir Bescheid, wenn du was findest. Ich glaube, Lee könnte etwas noch Schlimmeres als beim Rathaus planen. Also, sind wir jetzt Partner? Fühlt sich zumindest so an. Partner! Klingt gut. Okay. Bis dann, Partner. Aber immerhin schreiben sie dem anderen schon mal nicht ihren eigenen Job vor. Schön, dass sie den Fehler nicht machen. Offenbar legen die Dämonen Bomben. Also Triple J, früher dachte ich, dass sie übertreiben, wie gefährdet unsere Stadt ist. Aber nach dem Bombenattentat im Rathaus muss ich zugeben, sie hatten recht. Das höre ich in letzter Zeit oft. Man gratuliert mir. Aber ich will keine Gratulation. Ich hätte mich sehr gerne geirrt. Noch lieber wäre ich in einer Position gewesen, in der man auf mich gehört hätte und hätte gehandelt. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man jetzt auf mich hört. Also müssen besorgte Bürger wie Sie und ich uns Gehör verschaffen. Stehen Sie auf! Holen Sie sich Ihre Stadt zurück! Nur so können wir uns sicher sein, dass es Gerechtigkeit geben wird. Und indem Sie mir jeden Tag zuhören! Bedrohung, entschärfe die Bombe. Okay. Wo ist die? Hier oben drauf. Hey, kriegt das Ding Podcasts rein? Nicht den, Menschenskinder. Dass er nichts bringt, ist doch klar. So, wo ist jetzt die Bombe? Hier? Nee. Da war noch einer. Okay, hol ich mir mal den Schlüssel. Jetzt bloß keine feuchten Hände. Echt jetzt? Das ist eure... Hättet ihr euch nicht noch ein drittes Puzzlespiel wenigstens ausdenken können? Ach, egal. Ja, komm, hier erstmal so. Nee, okay. Geschafft. Und jetzt? Bomben deaktivieren.
Wo ist sie denn? Das war knapp. Gute Arbeit, Spider-Man. Das mache ich doch gern. Passen Sie auf sich auf, Officer. What the fuck? Okay. Eine andere Nebenmission gibt's nicht, ne? Nee. Na gut, dann machen wir die Hauptmission. Guten Teams, ihr Zentrale. Brauche einen Lagebericht für das Modeviertel. Transporter unter Beschuss. Wiederhole, stehen unter Beschuss. Die Polizei sieht aus, als könnte sie Hilfe brauchen. Hoch an der Regenrinne. Danke für die Hilfe, Spider-Man. Wir brauchen einen Wagen. Drin sind vermutlich noch mehr. Ihr Jungs bleibt hier. Ne, das ist viel zu gefährlich für Polizisten. Das war deren Job, aber... Naja, Wurst. Da hat es jemand eilig. Spider-Man! Sie sind verletzt. Ich bin okay, aber du musst Standish finden, schnell. Die Typen mit den Masken haben ihn entführt und in seine Wohnung verschleppt. Er wohnt im Penthouse, oberster Stock. Okay, warten Sie hier. Gut, dass ihr da seid. Mein Auto ist weg. Ich bin sicher, dass ich hier geparkt hatte. Schon wieder sein Scheißschild. Nachschub. Hey, ihr arbeitet auch hier? Die Parkplätze werden aber echt gut kontrolliert. Guter Kampf. Der Wille war da. So ein Zufall. Aufzug geht nicht. Sie wissen, dass ich hier bin. Vielleicht kann ich den Aufzugsschacht hochkrabbeln. Von hier aus müsste ich eigentlich ins Penthouse kommen. Wir stehen hier alles unter Strom. Das ist aber nicht normal. Wenn ich näher rankomme, kann ich ihn ausschalten. Die Himmel, Winnie.
Die Übermutti? Geschafft. Aus dem Licht bleiben. Was denn für ein Licht? Ach, das Licht. Also wieder die Übermutti. Hohes Gebäude. Brandbomben? Im Ernst? Nicht gut. Donkey Kong oder was? Renn ich mir doch fix eins. Da ist Standish. Okay, und jetzt? Geben Sie Ihr Passwort ein. Er klingt nervös. Vielleicht sollte ich ihn ausschalten. Und dieses Rums auf dem Boden, das hört doch keiner, ne? Ugh!
Isidoro! Nee, mein Dickerchen, du befreist dich nicht. Wer schießt denn da? Was ist das überhaupt für eine... Das ist doch keine Wohnung. Das ist ein Museum. Okay, geschafft. Hoffentlich geht es Standish gut. Da kannst du noch eine Zwischendecke einziehen. Die Heizkosten alleine hier. Versuchen wir es nochmal. Gefahr gebannt. Hinter was waren die her? Nur Finanzunterlagen. Über den Teufelsatem? Woher weißt du davon? Warum wollen die das? Ich weiß nicht mal, was das ist. Mr. Osborne hat da jahrelang Geld hineingesteckt, aber das ganze Projekt ist geheim. Ich bin der Einzige, der Unterlagen darüber besitzt. Nicht mehr. Die haben etwas auf einen gesicherten Server kopiert. Gehaltsinformationen eines Dr. Isaac Delaney. Wer ist das? Ich weiß es wirklich nicht. Runter! Los, los! Halt, der Aufzug ist... Nicht wirklich da. Bin gleich da! Fast erwischt! Versuchen Sie, langsamer zu fallen! Hab sie! Alles okay? Ja, ich glaube schon. Kurz. Gut, gut. Naja, für einen Aufzugsschacht ist es ja doch ganz hübsch. Hey, Yuri. Alles okay? Ja, aber ich hab nicht viel aus Standish rausgekriegt, bevor diese Sable-Typen mich weggeschickt haben. Was läuft da? Ich glaube, sie wollen dafür sorgen, dass er den Mund hält. Weil er etwas über den Teufelsatem weiß. Genau. Was auch immer das ist. Ich arbeite dran und hab schon eine Spur. Eine Spur? Du hörst dich an wie ein Polizist. Du meinst... Nein! Nein! Oh, er hat's wirklich gesagt. Yuri? Er hat's wirklich gesagt. Das ist nur fair. Ja, warum bloß? Peter, was ist mit Standish? Er ist in Sicherheit. Okay, gut. Und die Dämonen? Sie haben einen Namen gesucht. Hast du was zum Schreiben? Ja, los. Dr. Isaac Delaney. Okay, wer ist das? Was ist mit ihm? Ich hatte gehofft, du wüsstest es. Ich bin dran. Gib mir nur einen... Ach, bevor ich's vergesse. Du hast diesen Tracker von Tombstone bei mir vergessen. Ich bringe ihn zu Dr. Octavius Labor und sage dir, was ich über Delaney habe. Wie schön. Neue Nebenmission. Sehr schön. Als erstes tun wir mal bei den Fähigkeiten hier den Bodenschmetterer. Nee, warte mal.
Bodenschlag, genau, den. Der Bodenfallschlag über stärkere Explosionen Gegner umwerfen kann, wenn er aus größerer Höhe eingesetzt wird. Ah ja. Genau, weil dann können wir nämlich endlich die letzte Nebenmission machen und so weiter und so fort. Das machen wir als erstes im nächsten Video, ne? Bis gleich!